leblos vom Fensterbrett herab. Es ist schon Wochen her, seit ich Frau Schmidt gesehen hab. Sonst hörte ich ihren Einkaufstrolli die Treppe runterrattern. Traf ich sie im Hausflur, hörte sie nicht auf zu schnattern. Im 5. Stock die Meyers, ja, die haben sich grad getrennt. Und ich hab mir grad Chinoa gekauft, oder wie man das nennt. Manchmal hat sie mich genervt, weil ich's ja immer eilig hab. Gestern fehlte die Karte im Kasten, die's von ihr sonst zum Geburtstag gab. Wo ist Frau Schmidt? Wo ist Frau Schmidt? Sie war doch Hausinventar. Sie bekam alles mit, wusste, was im Haus geschah. Sie erzählte mir vom Krieg und wie's vor der Wende war. Sie war ein Osturgestein, ich glaub, sie war schon immer da. Als ihr Mann vor 2 Jahren starb, war sie gar nicht so betroffen. Seit 89 hat er nur gemeckert und gesoffen. Sie sprach so oft vom Pflegeheim, da wird sie lieber sein. Gutes Essen, keine Treppen, doch die Rente war zu klein. Sie lud mich mal zum Kaffee ein, Fotos schauen beim Stollen. Ich glaub, sie hätte mir gern ihr ganzes Leben zeigen wollen. Wendet, wie man's dreht, spür ich, dass mit ihr hier auch ein Teil Geschichte geht. Wo ist Frau Schmidt? Wo ist Frau Schmidt? Sie war doch Hausinventar. Sie bekam alles mit, wusste, was im Haus geschah. Wer erzählt mir jetzt vom Krieg der DDR und FKK? Wer hält mich auf und ab von meinem Schnellen hier nach da? Ich hab für meinen Balkon eine Geranie gekauft und habe sie natürlich auf den Namen Frau Schmidt getauft.